Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Syberia 3. Ja, wer sich übrigens fragt, warum ich mit Syberia 3 anfange, das ist wirklich die Tatsache, dass es laut dem Spiel selbst, also laut der Beschreibung, das erste Adventure ist, was vollkommen in 3D ist. Ich persönlich kenne wirklich noch kein Point-and-Click-Adventure, was halt wirklich in 3D ist. Finde ich sehr, sehr spannend, finde ich auch sehr gut umgesetzt. Soll sehr verbuggt sein. Werden wir dann noch rausfinden. Also die, es ist übrigens aktuell für 3,50 Euro im Angebot bei MMOGA, also wer sich das Spiel kaufen möchte. Aktuell ist allerdings, wir haben heute den 19.05. Ich weiß nicht genau, wann ich das Spiel ausstrahlen werde. Deswegen könnt ihr ja immer mal reinschauen. Also da sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Angebote auf der Seite. Und wenn ihr da nicht unbedingt extrem viel Geld für ausgeben wollt oder könnt, dann ja, würde ich euch einfach vorschlagen, mal auf der Seite reinzuschauen. Was können wir mit dem machen? Mit dem können wir gar nichts machen. Achso, doppelklicken heißt schneller laufen. Ah, eieiei. Hier wollte ich gar nicht hin, aber das ist ja schön. Es ist übrigens sehr Steampunk-mäßig, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise habe ich gelesen in Wikipedia, glaube ich. Was ich ganz cool finde, weil das nämlich etwas ist, was ich sehr mag auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja, auch mal was Neues ist für so ein Point-and-Click-Adventure, finde ich. Ich glaube nicht, dass ich hier... Vielleicht kann ich das Messer ja benutzen. Aber ich glaube, das wird der Typ hier nicht wollen. Ja, okay, schade. Angucken kann... Oh, Moment, doch, ich kann hier... Ich kann die Sicht so ein bisschen ändern, aber... Vogelautomaten? Ja, Vogelautomaten. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich mit dem reden? Auch nicht. Kann ich hier hinten durch? Nee. Ah, wir können wieder zurück. Okay, halt, stopp. Was ist denn hier ein Aufzug? Aha. Ach so, nee, ich wollte eigentlich nicht das Herz beobachten. Obwohl, das können wir uns auch mal angucken. Keine Ahnung, was das für ein... Andenken an Oscar. Ich weiß nicht mal, wer Oscar ist. Keine Ahnung. Soll man das Messer hier benutzen? Okay, scheint irgendwas zu sein, was wir später noch lösen werden. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass es mir besser geht. Aber Sie hören mir nicht zu. Okay. Das erinnert mich sehr an Edna bricht aus. Wobei, naja, ihr ging es ja nicht wirklich besser in dem Sinne. Aber wer sich das angucken möchte, es ist im Moment bei Gameplayerin Family komplett online. Ich werde es auch irgendwann nochmal hier bei Gameplayerin hochladen. Sehr, sehr lustig und sehr, sehr geil gemacht. Edna bricht aus. Ach so, da gehen wir jetzt rein. Okay, das schläft schon mal. Was Hallo. Ist mit dem passiert? Und wer bist du? Ja, mit wem haben wir die Ehre? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Kate Walker. Das klingt, als wärst du nicht von hier. Ja. Wie bist du denn hierher gekommen, Kate Walker? Die Yukol haben mich hergebracht. Die Yukol? Hühnerdiebe? Idiotische Halunken, die die Straßen von Valsembur verschandeln. Ja, und jetzt kommen sie, um ihr schmutziges Werk zu verrichten. Ich nehme an, ihr meint Kirk? Seit 20 Jahren sind wir in dieser Klinik. Seit unserer Rückkehr aus Baranur. Hör zu, das hier war immer eine gehobene Anstalt, muss ich sagen. Also waren wir ziemlich enttäuscht, dass Madame Olga jetzt diese verkommenen Ganoven aus dem Norden hier reinlässt. Komm schon, Anton, komm schon. Madame Olga weiß schon, was sie tut. Sie muss ihre Gründe dafür haben, dass sie diese dreckigen Zwerge hier reinlässt. Also seid ihr wirklich schon 20 Jahre lang hier? Ja. Zuerst wurden wir zusammen mit ein paar Kumpels zur Beobachtung da behalten nach dieser verdammten Mission nach Baranur. Leon und ich sind praktisch die Letzten, die noch hier sind. Wir wissen zu viel darüber, was mit den anderen geschehen ist. Ich muss sagen... Manche von denen ging es ziemlich schlecht. Zum Glück kümmert sich Dr. Olga gut um uns. Sie fassen uns wirklich mit Samthandschuhen an. Ja, sie kümmert sich gut um uns.
Sie ist eine echte Dame. Na. Baranur. Was ist ein Baranur? Ein Ort. Ein verdammtes Drecksloch. Was meinst du damit, Anton? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Kate Walker. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen. Okay. Könnt ihr mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Dort. Ich dachte, das ist ein Fahrstuhl. Aber du kannst nicht gehen, bevor du mit Dr. Mangoling in seinem Büro gesprochen hast. Ja? Er kann beurteilen, ob du geheilt bist oder nicht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wiedersehen. Man sieht sich, Kate Walker. Ja? Man sieht sich. Okay. Ja. Mit dem Doktor sprechen. Geht's hier zum Doktor? Bist du ein Doktor? Nee, ihr seht so wie Pfleger aus. Kann ich mit euch überhaupt irgendwas? Doch. Halt, bleibt doch mal stehen. Schauen Sie sich um. Soweit ich es verstanden habe, werden Sie noch eine Weile bei uns bleiben. Ja, das hört sich aber schon mal nicht gut an. Sie sind also aufgewacht. Weiß Dr. Olga das? Ja, keine Ahnung. Mit dem kann ich auch noch sprechen. Haben Sie auch Mammuts gesehen? Sagen Sie das dem Personal, dann glauben die mir endlich. Und haben Sie auch Drachen gesehen? Entschuldigung, ich glaube, Sie sind ein wenig verrückt. Ich muss mal... Ich gucke erstmal, bevor ich mich... Nee, hier kann man nicht rein. Oh, doch. Ein bisschen seltsam. Manchmal geht man da drüber mit der Maus und es funktioniert nicht. Guten Tag. Stören Sie sich bloß nicht, dass ich hier reinkomme. Ui, ein elektrischer Stuhl, oder was? Ah, Sie sind wach, Nummer 10. Nein, ich bin Nummer 1. Was kann ich für Sie tun? Ich denke, ich bin geheilt. Also würde ich jetzt gerne gehen. In Ihrem Zustand scheint mir das etwas verfrüht und recht unvernünftig, Nummer 10. Ich bin keine Nummer. Mein Name ist Kate Walker. Ich würde es schätzen, wenn Sie mich mit meinem Namen ansprechen, Doktor. Da haben wir es. Die Aggressionen, die Sie an den Tag legen. Was? Ich fürchte, das sind die Folgen eines schweren Traumas. Also weigern Sie sich, mich zu entlassen? Oh, natürlich nicht, junge Frau. Ich habe nicht die Absicht, die Vorrechte meiner Stellung zu missbrauchen. Trotzdem müssen Sie zuerst eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen sollen, ob Sie voll genesen sind. Verstehen Sie? Setzen Sie sich bitte. Ich? Hier drauf? Ja, ja. Nur keine Angst. Nein! Was zum... Wenn ich Elektroschocks bekomme, habe ich immer keine Angst. Sieht mir so gar nicht einladend aus. Machen Sie sich keine Gedanken wegen der Gurte. Eine reine Formsache gemäß dem Behandlungsplan, den unsere Leiterin Dr. Olga eingeführt hat. Das macht mir ja Sorgen. Gut, wir können anfangen. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihr Geburtsort, bitte. Also entweder antworten oder lügen. Ja, ich antworte mal ganz normal. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin in New York geboren und werde dieses Jahr 30. Gut, gut, junge Frau. Er ist Bis jetzt scheint mein Gerät Ihre Aussagen zu bestätigen. Sie benutzen einen Lügendetektor? Bitte hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und erzählen Sie mir etwas von Ihren Freunden und Ihrer Familie. Verstehen Sie sich gut mit ihnen? Naja, wenn er sowieso einen Lügendetektor benutzt, ne? Nein, ich habe den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Ich habe seit Wochen nichts von meiner Mutter gehört. Und Dan, mein Ex-Verlobter, hat mich für meine beste Freundin Olivia verlassen. Na super. Sie scheinen in Chaos und Anarchie zu versinken, Frau Walker. Steht dieser Hang zu Unordnung mit Hans Vorarlberg und Oskar in Verbindung? Im Delirium haben Sie ausführlich von den beiden gesprochen. Eine Halbwahrheit sagen.
Okay. Wir sagen mal eine Halbwahrheit. Oskar war ein Automat und Hans Vorarlberg war der Mensch, der ihn erschuf. Wir wurden Freunde und ich unternahm eine lange Reise durch Europa mit den beiden. Das ist alles. Ehrlich gesagt, Frau Walker, interessiert mich hauptsächlich, dass Sie auf Ihrer Reise mit den Yukol in Kontakt kamen. Die Nomaden, die Sie hierher nach Walsambor gebracht haben. Was haben wir Ihrer Meinung nach von diesem primitiven Volk zu fürchten? Von diesen Wilden, die weder Gesetz noch Grenzen zu kennen scheinen und sich der Zivilisation und der Sesshaftigkeit verweigern? Okay, also der scheint da... Man sollte sie zwingen, sesshaft zu werden. Man sollte sie in Ruhe lassen. Ich glaube, Doktor, dass die Yukol in Einklang mit der Natur, mit Zeit und Raum leben. Sie haben keinen wirklichen Grund, ihre Art zu leben zu ändern. Was für ein hervorragendes Beispiel für den typisch amerikanischen Idealismus. Vielleicht sollten Sie so schnell wie möglich nach New York zurückkehren. Ich bin sicher, Ihre brillanten Ideen werden dort gebührend geschätzt. Ja, finde ich auch. Sie haben recht, jetzt entlassen Sie mich. Verstehe. Arschloch. Auch Ihr Schweigen ist gewissermaßen eine Antwort, Frau Walker. Also haben Sie vor, Ihre Reise durch unser Land fortzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen und so ganz ohne Ziel und Zweck. Schade, wo Sie als brillante Rechtsanwältin sicher eine strahlende Zukunft erwartet hätten. Das ist nicht Ihre Entscheidung, Doktor. Im Übrigen, denke ich, hat sich in dieser gesamten Befragung gezeigt, dass ich unter keinerlei psychologischen Nachwirkungen meiner Verletzungen leide. Daher möchte ich gerne, dass Sie mich jetzt entlassen. Natürlich, natürlich. Bitte bleiben Sie ruhig, Frau Walker. Tut mir leid, aber ich bin es nicht gewöhnt, so ausgefragt zu werden. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie noch ganz anders befragt, Frau Walker. Ich gestehe, ich hänge den guten alten traditionellen Methoden immer noch nach. Das glaube ich ihm aufs Wort. Sie sind eine der letzten Vertreterinnen einer verschwindenden Welt, Frau Walker. Einer zerrütteten Welt, die niemand vermissen wird. Dieser Schlüssel ist wie Sie. Unstrukturiert und unkontrollierbar. Wenn Sie einen Weg finden, mit seiner Hilfe dieses Stockwerk zu verlassen, haben Sie bewiesen, dass Sie endgültig geheilt sind. Ah. Ich hätte gerne meine Sachen zurück, bevor ich gehe. Sie finden sie dort. Okay, ich habe jetzt gedacht, der schlägt mich jetzt irgendwie, dass der mich von hinten überfällt oder so. Weil es ist ja alles nicht so ganz koscher. Darf ich ja mal klicken, bitte? Hallo? Oder muss ich die ziehen? Ach so, das kann... Ah, okay. Drehen Sie sich um. Will die sich jetzt direkt hier umziehen, oder wie? Klar, und die Tür ist offen und alles, man kann da durchgucken. Ja, das steht aber gut. So, Ziele anzeigen mit O. Achso, das ist dann das hier oben. Benutzen Sie einen Schlüssel, um das Stockwerk zu verlassen. Ja, das werden wir mal versuchen. Ich guck mal eben, ob es hier noch irgendwas gibt, wo wir hin können. Die Tür hier können wir wahrscheinlich nicht aufmachen, oder? Die wird nicht größer? Nee. Mit ihm können wir noch... Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung... Halt deinen Kopf unter das eiskalte Wasser im Brunnen, Nikita. Das hilft gegen deine verdammten Kopfschmerzen. Diesmal nicht. Das ist kein normaler Kopfschmerz. Es fühlt sich an wie ein Haufen rostiger Nägel in meinem Schädel. Na dann? Hast du mit Dr. Olga oder Dr. Mangeling darüber gesprochen? Nein. Denn vielleicht sind sie diejenigen, die mir im Schlaf die verdammten Nägel in den Kopf stecken. Ein nach dem anderen durch die Nasenlöcher. Genau wie ich es dir gesagt habe. Nein, das stimmt nicht.
Das Einzige, was die Ärzte wollen, ist, dass wir gesund werden. Wir schauen uns später die Vögel im Vogelhaus an. Das beruhigt dich jedes Mal. Es ist sogar empfehlenswert, wenn man Nägel im Kopf hat. Was ist denn das für Quatsch? Das ist... Das tut weh. Nach all den Jahren tut das immer noch weh. Also das ist ja... Die machen hier Experimente mit den Leuten, jagen den Nägel in den Kopf rein. Wollt ihr mich verarschen? Dr. Olga, wir sollten Sie vielleicht begrüßen. Oh, ist sie hier? Da muss ich abhauen. Okay. Hier kann ich noch rein. Ach, das ist... ist das mein Zimmer? Okay, dann verabschiede ich mich nochmal eben. Aber ich schläf gerade so friedlich. Hallo? Hörst du mich? Bist du am Schlafen? Hoffnungslos. Na, ich lasse ihn erstmal schlafen. Schade. Aber ich bin noch gar nicht von der Seite rausgegangen, oder? Doch. Aber das sah eben irgendwie alles noch ganz anders aus. Drehe ich mich hier im Kreis? Hä? Wenn ich mich bewege. Achso, das ist er jetzt. Okay. Moment, ich gehe jetzt mal nach rechts. Der Aufzug war jetzt links von mir. Jetzt ist der Aufzug rechts von mir. Wollt ihr mich veräppeln? Echt jetzt? Okay. Moment, hier der kann ich... Aufzug nach draußen. Wie kriege ich den jetzt auf? Okay. Da wollen wir nochmal das neue Ding hier testen. Steck rein. Oha, steck nicht rein. Ui. Kann man... Hallo, kann man die Ansicht hier mal anders machen? Aber auch nicht... Ich sehe da auch nicht viel. Achso, okay. Und jetzt? Ah, okay. Oh, aber so 100% genau kriege ich das nicht eingestellt hier. Das ist das. Und 1, 2, 3. Das ist dann das hier. Ist der da jetzt automatisch? Ja, der ist automatisch dann im nächsten drin, okay. Wie gesagt, ich krieg den hier nicht so 100%ig da drüber. Das ist der. Das ist wieder der gleiche. Der kommt dahin. Der dahin. Wow. Ah, okay, man muss es nicht 100%ig machen. Okay. Das ist gut, weil so richtig mit der Maus, so richtig fein... Komm schon. Was ist los, Frau Walker? Ich verstehe nicht. Der Schlüssel. Er funktioniert nicht. Ich habe Sie ja gewarnt. Es geht Ihnen wohl noch nicht gut genug, dass ich Sie entlassen kann. Dieser Mistkerl. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich habe Ihren verdammten Schlüssel benutzt. Ganz ruhig, Frau Walker. Der Behandlungsplan... Ich pfeife auf Ihren Behandlungsplan. Ich bin geheilt, also lassen Sie mich gehen und hören Sie auf damit. Unmöglich, Frau Walker. Die Regeln sind klar. Nur die Patienten, die die Tür öffnen können, dürfen dieses Stockwerk verlassen. Ich weiß nicht, ob ich nach Madame Olga fragen soll... Bitte antworten Sie mir. Nun gut, da Sie mir nicht helfen wollen, möchte ich mit Ihrer Vorgesetzten Dr. Olga sprechen. Das können Sie, wenn sie zur täglichen Visite vorbeischaut. Aber rechnen Sie nicht damit, dass ich Sie vorher störe.
hinterhältiges Arsch. Es gibt ein Problem mit dem Schlüssel, so viel ist klar. Ich muss herausfinden, wo er herkommt. Inspizieren Sie den Schlüssel im Inventar, okay. Cursor bewegen, um interessante Punkte zu finden. Woher soll ich wissen, was interessant ist? Hier ist ein Knopf, der ist schon mal interessant. Ich weiß bereits, dass alles hier funktioniert. Testen wir den Schlüssel. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja gerade das Problem. Kann man hier irgendwie... Diese Löcher. Sieht aus, als wäre ein Teil des Schlüssels entfernt worden. Kein Zweifel, mein Schlüssel wurde absichtlich beschädigt. Ich muss eine Kopie in einwandfreiem Zustand finden, wenn ich ihn reparieren will. Okay, finden Sie eine Originalkopie des Schlüssels zum Ausgang. Ja, wo soll ich die denn jetzt finden? Eieiei. Was ist mit dem hier? Kann ich mit dem sprechen? Seien Sie vernünftig. Ach, das ist er. Frau Walker, ich bin sicher, mit unserer Therapie haben Sie in ein paar Monaten alle Ihre Fähigkeiten wiedererlangt und können die Klinik völlig geheilt verlassen. Ja, glaubt mir, ich werde hier entkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Vögel haben damit zu tun. Kann man die... Vogelautomaten? Es ist zumindest das einzige elektronische, was mir jetzt hier auffallen würde. Das kann man auch nicht drehen oder so, ne? Es funktioniert nicht. Ja, den Schlüssel, das ist der Schlüssel zum Ausgang. Der wird hier auch nicht funktionieren. Aber wieso nimmt sie dann das Messer nicht? Das verstehe ich nicht. Keine Chance. Warum nicht? Kann man das so rüberziehen? Auf keinen Fall. Versuchen wir etwas anderes. Nee, wir haben ja nicht viel anderes. Das ist nicht richtig. Das stimmt. Okay, dann, ja... Gehen wir erstmal raus. Hallo. Es wäre schön, wenn du auch rausgehen würdest. Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange es jetzt dauert, bis wir hier rauskommen. Weil normalerweise würde ich sagen, dass wir einen kleinen Cut machen. Weil die Episode doch langsam aber sicher schon sehr lange dauert. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt ganz schnell was finden können, damit wir dann ganz schnell... raus können. Vielleicht müssen wir bei ihm im Labor nochmal nachsehen. Ich rede nochmal kurz mit denen. Vielleicht können die mir was Neues sagen. Ah, Kate. Kate Walker. Wie geht's? Siehst niedergeschlagen aus. Naja, ich hatte ein Problem. Wetten, du hast den Test von Dr. Mangoling nicht bestanden. Flipp deswegen nicht aus, Kate Walker. Ich habe diese verdammten Tests auch nie bestanden. In der Befragung lief alles gut und er gab mir den Schlüssel zum Ausgang. Das Problem ist, dass ich die Tür nicht öffnen kann. Er funktioniert nicht. Manchmal sind die Dinge hier nicht so leicht durchschaubar. Ich muss dir sagen, Kate Walker, vor ein paar Jahren hat Leon... Er ist raffinierter als ich. Vor ein paar Jahren hat er es durch die Befragung geschafft und auch diesen Schlüssel bekommen. Ja, aber ich habe die verdammte Tür nie aufgekriegt. Genau wie du. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Diese seltsame Befragung, die wir über uns ergehen lassen müssen, wundert euch nicht? All das wegen einem Schlüssel, der nichts öffnet? Dr. Olga hat es uns oft gesagt, Kate Walker. Schlecht über den Behandlungsplan zu sprechen, beweist, dass man wirklich krank ist. Ja. Dr. Ja, Olga weiß, was sie tut und man kann ihr wirklich vertrauen. Wenn wir gesund sind, wird unser Verstand begreifen, wie der Schlüssel funktioniert, weißt du? Ja, nachdem wir jetzt doch etwas länger mit den beiden gesprochen haben, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen uns dann genau hier in der nächsten Folge wieder und werden mal schauen, ob wir noch irgendwo... Ja, vielleicht in dem Büro von diesen Schmierigen möchte gern
Arzt was finden oder sonst irgendwo. Vielleicht können wir auch mit dem einen nochmal sprechen, dass der wieder aufgewacht ist. Das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.